Episode 14. Brombeeren. Sorten, Typen und Züchtung. Orientierung in der weiten Welt der großen schwarzen Sammelfrüchte. Die Himbeere ist sozusagen die Diva unter den Strauchbeeren. Brombeeren scheint dagegen verloren im Schatten der Berühmtheit zu stehen. Unser Experte hat da eine dezidiert andere Meinung, die wir im heutigen Podcast beleuchten. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen in umgekehrter Reihenfolge. Zu diesem Thema habe ich einmal mehr unseren Dauergast und Experten Markus Kobelt im Gartenstudio. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Reto. Ja, steigen wir gleich ein. Die erste Frage: Was fasziniert dich an der Brombeere? Ja, ich denke, das Gleiche, was alle vielleicht fasziniert, wenn man Brombeeren gern hat, dass sie schwarz sind. Irgendwie eine schwarze Frucht ist doch noch etwas Besonderes. Natürlich ist sie dunkelrot, dunkelviolett, aber sie wirkt halt schwarz letztlich. Dass sie relativ groß ist. Und dass sie eigentlich, mindestens nach meiner Meinung, ich habe ja auch sehr gern Himbeeren, wir züchten auch sehr intensiv Himbeeren, aber dass sie eigentlich mindestens von der Aromatik her das größere Potenzial hat als die Himbeere. Du kannst mehr verschiedene Geschmäcker. Ich bin bei der Himbeere jetzt ein bisschen unsicher geworden, weil jetzt durch das, dass wir mehr schwarze Himbeeren einzüchten, dass der Geschmack auch etwas diverser geworden ist. Mhm. Aber eigentlich hat die Brombeere geschmacklich längerfristig für den Züchter, für den Geschmackskompositeur, glaube ich, mehr zu bieten als die Himbeere oder mindestens gleich viel. Also wenn ich das so höre, habe ich den Eindruck, ihr wollt die Himbeere zur Brombeere machen und die Brombeere zur Himbeere. Also ja, das wurde natürlich immer wieder gemacht. aber ich meine, die Frage ist so ein bisschen, was ist der Unterschied zwischen Himbeeren und Brombeeren? Eigentlich ist es nur ein beschreibender. Es gibt, Rubus gehört zu den vielfältigsten Arten, die es überhaupt gibt. Mehrere hundert Rubusarten, die existieren, aber grob sagt man halt, es geht darum, ob der Zapfen bei der Pflanze bleibt oder bei der Frucht. Und da, wo der Zapfen halt bei der Frucht bleibt, das sind die Brombeeren. Und da, wo der Zapfen an der Pflanze bleibt, das sind die Himbeeren. Ich glaube, das ist mehr so eine beschreibende Unterscheidung. Es kommen dann noch ein paar dazu. Ein bisschen die Farbe. Ich meine, wir haben die Hauptfarbe rot bei der Himbeere, schwarz bei der Brombeere. Aber es gibt halt auch die schwarze Himbeere und es gibt weiße Brombeeren. Also da züchtet ihr wie wahnsinnig und kreuzt und macht und am Schluss zieht man an der Frucht und wenn er Zapfen bleibt, ist eine Himbeere. Genau. Und sonst genau. Also, wenn man also sehr trivial. Wenn man Hybriden macht, wenn man Hybriden produziert, hat man wirklich das Problem, die Resultate der Hybridzüchtung, meistens in der ersten Generation fruchten sie nicht richtig, weil die Meiose nicht wirklich funktioniert und die Pflanze sozusagen mit diesen Genen, die da zusammengemischt worden sind, nicht so wirklich was anzufangen. Und erst in der zweiten Generation fruchten sie in einigermaßen normal. Und dann hat man meistens wirklich das Problem, dass der Zapfen nicht wirklich weiß, wohin er gehört. Und dass du Thai-Beeren zum Beispiel, ist es noch heute so, dass sie relativ schwer pflückbar sind. Ja. Und das hängt damit zusammen, dass die nicht so richtig weiß. Historisch also die wissen nicht, was sie sein wollen. Historisch ist eher Brombeere in die Himbeere reingezüchtet worden, weil Himbeere bekannter ist und irgendwie als kommerzielle Frucht wichtiger ist, haben eher Brombeereigenschaften versucht, in die Himbeere reinzubringen. Wir haben tendenziell in der Züchtung, können wir später darauf kommen, eher das umgekehrte Ziel, Himbeereigenschaften in die Brombeere reinzubringen, weil ich eigentlich glaube, dass die Brombeere ein paar Vorteile hat. Sie ist vor allem stabiler, weil halt der Zapfen dazugehört, ist das physikalisch stabiler als so ein hohles Ding wie die Himbeere. Die wird immer Probleme haben und in sich zusammenfallen. Und wenn es gelingt, diesen Zapfen eben auch wirklich zu Fruchtfleisch machen, dass er auf der Zunge vergeht, wie bei den besten Brombeeren, dann hat die Brombeere wirklich mehr zu bieten. Also wir versuchen eher bestimmte Eigenschaften von der Himbeere in die Brombeere reinzukriegen. Aber nochmals, der Hauptunterschied ist, Zapfe bei der Frucht ist eine Brombeere, Zapfe bei der Pflanze ist eine Himbeere, dann ein bisschen die Farben und dann gibt es noch Polyploidie-Unterschiede. Fast alle Himbeeren sind diploid, haben einen zweifachen Chromosomensatz und die Brombeeren sind tetraploid oder hexaploid oder vielleicht sogar noch mehr Polyploidie-Grade. Mhm. Die haben also nicht einen doppelten, sondern einen mehrfachen Chromosomenstrang. Was sind denn das für Brombeeren, die wir bei uns
da in der Schweiz natürlich vorkommen haben? Ja gut, da müsste man im Einzelnen gehen. Es gibt in sehr vielen Regionen, ich weiß nur zum Beispiel in England, glaube ich, gibt es, ich meine, um die 100 verschiedene Rubusarten, die alleine in, in der englischen Flora, ich habe irgendwie so eine Zahl im Kopf, die alleine in der englischen Flora existieren. Das meiste, was wir hier sehen, ist aber eine verwilderte Rubus Armeniaca, die armenische Brombeere Theodor Reimers, die irgendwie seit 100, 150 Jahren in Europa verbreitet wird, heute als invasiver Neophyt in vielen Ländern verpönt, in der Schweiz de facto verboten ist, ist auch ein Blödsinn. Wir haben die Theodor Reimers Brombeere schon lange nicht mehr angeboten, weil es einfach blöd ist. Das ist da der biologische Stacheldraht, wie das nennt. Genau, früher hieß das in unserem Katalog biologischer Stacheldraht. Der hat ein relativ gutes Aroma und wächst wie verrückt, hat auch so einen kriechenden, langen Wuchs. Ja. Und wenn halt die Spitzen dann den Boden berühren, mindestens bei der Sorte ist es so, dass die sofort wieder wurzelt. Und das, die Dornen, dann die vielen Früchte, die vielen Samen plus diese Bewurzelung führt dazu, dass sie relativ erfolgreich ist, sie stark verbreitet. Und, aber auch da gibt es übrigens keine Nachweise, dass natürliche Brombeerbestände von der verdrängt werden, sondern es ist eher so, dass halt natürlich aufgelassene Baugrundstücke von der vollgewachsen werden. Ja. Oder? Ja. Und, aber ist de facto in der Schweiz verboten. Lange Zeit hieß es immer wieder, in der Schweiz bis vor 5 Jahren war das die häufigste gestellte Frage, warum schmecken die dornigen Brombeeren besser als die dornlosen? Ja. Und dann dornige Brombeeren hieß immer Theodor Reimers, also die, die jetzt verboten ist. Das war früher die beste, oder? Und Faktor hielt aber das Urteil einem wirklichen Blindtest nicht statt. Die modernen Brombeeren, die meisten davon dornlos, sind besser. Inzwischen? Das war zu Beginn der dornlosen war das nicht so, der Fall, oder? Ja, genau. Ja, ja. Da hast du meine nächste Frage natürlich schon beantwortet. Jetzt, du hast mal erwähnt, dass die Navajo-Brombeeren dir sozusagen zugefallen sind. Also du sagst auch, du würdest die Züchter aus der ganzen Welt kennen. Und die beiden Geschichten haben nichts miteinander zu tun, aber wir können sie trotzdem abhandeln. Aufgrund, ich habe in den letzten 30 Jahren lustigerweise die vier wichtigsten Brombeerzüchter der letzten 40, 50 Jahre kennengelernt. Das hat sich so automatisch ergeben. Nicht, dass ich jetzt der Brombeerspezialist wäre, aber die haben mich alle beeinflusst und dadurch sind wir auch an sehr viel genetisches Material gekommen, wo dann unsere Züchtung daraus entstanden ist. Da kann ich vielleicht dann im nächsten Podcast noch die Geschichte erzählen, aber vielleicht zu diesen 4 Züchtern. Zwei sind von Arkansas, Jim Moore und John Clark. Jim Moore war der Professor dort für Obstbau und sein Nachfolger John Clark, die habe ich beide kennengelernt. Jim Moore, so wie man sich einen älteren Agronomen, unterdessen verstorben, der älteren Generation vorstellt, wahnsinnig kultiviert, wahnsinnig gut gebildet. Ich kann mich erinnern, dass wir irgendwo mal auf einem Feld waren, der war schon emeritiert, und ich habe ihn über die Möglichkeit befragt, geht es leider nicht um Brombeeren, ob man nicht pH-tolerante Heidelbeeren züchten könnte. Mhm. Und dann kam ein 2-stündiger Vortrag, oder? Schon herrlich. Mhm. John Clark, sein Nachfolger, beide zusammen haben eigentlich die aufrecht wachsenden Brombeeren gezüchtet, die Arkansas-Brombeeren. Mhm. Bei uns die Navajo-Familie, die Original-Navajo, ist eine Züchtung von Jim Moore. Und die haben eigentlich dieser Brombeerfamilie mit dem aufrechten Wuchs und Durchbruch verholfen. Die Genetik, das ist der Rubus arreginiensis, das ist so eine Art, die an der Ostküste der USA vorkommt, bis weit ins Innere, Landesinnere, aber auch bis in den Süden. Überraschend winterhart. Mhm. Muss sie auch sein, wenn eine Brombeere aufrecht wächst, muss sie winterhart sein, sonst überlebt sie nicht. Und die haben eigentlich diesem Wuchstypen zum Durchbruch verholfen. Der war ursprünglich, wie jede Brombeere auch, mit Dornen. Die Pflanzen waren alle mit Dornen. Alle Brombeeren haben ursprünglich Dornen. Aber dann gibt es halt Mutationen in der Natur, dass mal das Dornengen ausgeschaltet wird durch eine natürliche Mutation. Und das wurde dann eingezüchtet, sodass heute diese aufrecht wachsenden Brombeeren weitgehend dornenlos sind. Die beiden zusammen haben noch einen anderen Durchbruch geschafft. Die haben nämlich die ersten Herbstbrombeeren gezüchtet.
die Vigne Herbst Himbeere an den diesjährigen Routen schon Früchte tragen kann. Das war eigentlich auch der Grund, dass ich die zweimal besucht habe, vor 10, 15 Jahren, um mir das anzuschauen. Kommen wir vielleicht später nochmals auf diese Herbstbrombeeren zurück, aber einfach das gefunden zu haben und wieder aus der Genetik rausgekitzelt zu haben, es ist so, dass es bei den Himbeeren eigentlich immer in der Natur auch Herbsttrager gibt, bei den Himbeeren. Ja. Das heißt, eine Himbeere hat grundsätzlich diesen zweijährigen Rhythmus, im ersten Jahr wächst sie, im zweiten Jahr fruchtet sie. Mhm. Damit die Blüten nicht zu früh rauskommen, weil das ist ein sehr, sehr riskantes Verhalten für eine Pflanze, weil die Früchte dann vielleicht nicht mehr ausreifen, gibt es Hemmstoffe und über den Winter werden diese Hemmstoffe abgebaut und im Frühjahr kann dann die Himbeere an den zweijährigen Ruten, an den lateralen fruchten. Jetzt gibt es auch bei den Himbeeren in der Natur immer wieder solche, die eben doch schon im ersten Jahr an der Spitze ein bisschen fruchten und dieser Charakter ist dann für die Herbsthimbeeren züchterisch bearbeitet, immer verbessert worden und früher gemacht worden. Und durch natürliche Hybridisierung, also durch natürliche Kreuzung in der Natur, ist dieses Himbeergen, es ist kein Brombeergen, in Brombeerarten, eben vor allem diese Rubus aregeniensis, aber auch in andere Sorten eingekreuzt worden, ist rezessiv, also direkt nicht sichtbar und kam dann durch züchterische, der Jim Moore hatte den Verdacht und er und seine Assistenten und sein Nachfolger haben das dann rausgezüchtet und so sind die ersten Herbstbrombeeren entstanden. Das sind so diese beiden. Dann gibt es Harvey Hall, das ist ein neuseeländischer Züchter. Ebenso verliebt in die Brombeere, wie er fromm ist. Sehr frommer Mensch. Aber der am besten Pflanzen lesen kann, der war vor 2-3 Jahren bei mir in der Baumschule in der Züchtung, ist in die schwarzen Johannisbeeren, was ganz anderes, der hat noch nie im Leben reingelaufen und hat uns genau eine Eigenschaft gesagt, die wir noch nie gesehen haben und die wir, es tönt jetzt so banal, der hat gesehen, wenn ihr so große, 2 cm große schwarze Johannisbeeren habt, dann müsst ihr schwarze Johannisbeeren züchten, die beim Stielansatz nicht bluten. Ja, das Gleiche haben die ersten Heidelbeerzüchter gemacht, oder? Mhm. Der ist reingelaufen, hat das gesehen und gesagt, das ist Harvey Hall. Der hat bei der Brombeere eine Dornenlosigkeit gefunden, die zum Beispiel in Columbus da drin ist, die dominant ist. Durch das ist es sehr viel einfacher geworden, dornenlose Brombeeren zu züchten. Mhm. Und dann gibt es noch Chad Finn, der ist leider vor einem guten Jahr gestorben. Das ist der Züchter, der eben nicht aufrecht wachsen, sondern der kriechenden Brombeeren. Ja. Die Amerikaner nennen das die Trailing Blackberries. Und der hat da die besten Sorten in Oregon gezüchtet. Ein Bär von einem Menschen, auch ein sehr guter Geschichtenerzähler. Er kann vor allem sehr gut sozusagen versuchen, eine Pflanze aus Sicht der Pflanze. Oder? Warum ist die Pflanze so, wie sie ist? Warum handelt sie so, wie sie handelt? Weil sie eben diese Geschichte hat, weil sie in jener Region gewachsen ist, weil die Genetik daherkommt. Oder? Und darum verhält sie sich so. Er hat mir mal so das Doppelfruchten bei Heidelbeeren erklärt und das war eindrücklich. Also man kann über Brombeeren auch interessante Menschen kennenlernen. Genau. Offenbar sind Brombeerzüchter interessante Menschen. Also unter dem Strich heißt das, dass die Dornlosigkeit nicht eine spezielle Art ist, die eingekreuzt wurde, sondern das kommt über Mutationen. Kommt über natürliche Mutationen, die dann züchterisch, genau. Ja. Die dann züchterisch benutzt werden. In der Natur ist es so, dass eine dornige Brombeere einen Vorteil hat, weil sie sich besser verteidigen kann. Ja. Gibt natürlich auch einen negativen Effekt, dass dann die Samen vielleicht ein bisschen weniger verbreitet werden. Mhm. Aber die Vögel kommen natürlich immer noch dran. Mhm. Also das reicht für die Samendispersion. Also ist das kein wirklicher Nachteil. Und die Pflanze, die sich besser verteidigen kann durch Dornen, hat Vorteile und nur diese Mutation, wenn die züchterisch benutzt werden. Und bis jetzt waren das immer rezessive Eigenschaften, das heißt beide Chromosomenstränge oder mehrere mussten die Dornlosigkeit zeigen, nur dann hat sie sich auch an der Oberfläche gezeigt und neuerdings geht das einfacher beim Züchten, die Dornlosigkeit reinzubringen. Für die menschliche Kultur hat schon Vorteile, wenn man auf die Dornen verzichten kann. Ja, oder? Definitiv, ja. Du hast mal im Vorgespräch gesagt, dass es wenige Obstarten gibt, die so international sind. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Bei vielen Obstarten kann man dann sagen, ja gut, die sind entstanden aus der Art und der Art. Zum Beispiel die Himbeere ist irgendwie aus zwei amerikanischen
Virginiana und Chiloensis entstanden. Fragaria sind zwei Arten, eine nordamerikanische und eine südamerikanische, die daran beteiligt waren. Und, aber bei der Brombeere sind es zwischen 6 und 12 Arten, die eigentlich in Sorten drinstecken. Ja. Es gibt so zwei Leitarten, ja, kann man grob sagen. Das ist die Rubus aragoniensis, das ist die Ostküstenbrombeere, aufrecht wachsend. Und dann gibt es die Rubus ursinus, das ist die amerikanische Westküstenbrombeere, die Griechen flach wächst. Ja. Und das sind, die eine ist tetraploid, die andere ist hexaploid, die Westküstenbrombeere. Und um die herum haben sich dann die Brombeeren gruppiert, auch mit dieser Polyploidie. Aber meistens sind fast allen Sorten ist Armeniaca drin, ist die diese farnblätterige Brombeere, Thornless Evergreen, ist auch fast überall drin. Ja. Europäische und amerikanische Arten sind drin. Mhm. Aber die Brombeerwelt, mindestens so wie sie sich aktuell präsentiert, gruppiert sich um diese Westküsten und um diese Ostküstenbrombeeren. Mhm. Also eigentlich ist die Brombeere eine ziemlich amerikanische Angelegenheit mit großem internationalem Einfluss. Mhm. Ja, Lubere bietet ja vor allem die aufrecht wachsenden Navajo-Sorten an. Wie kamt ihr zu diesen Sorten und wie unterscheiden sie sich? Ja, die Geschichte, wie wir dazu kamen, ist interessant durch Zufall. Ich hatte mal gelesen von diesem Professor Jim Moore an der University of Arkansas in Fayetteville und habe ihm dann als Student schon geschrieben und er hat mir so ein paar Wurzeln geschickt. Ich vermutlich noch nach Wädenswil, als wir in Wädenswil studiert haben. Ich habe die dann auf dem Feld bei unserer neuen Baumschule, bei meiner Tante ausgepflanzt und vollkommen vergessen, weil ich hatte ja anderes zu tun. Wichtiger ist, ich musste ja irgendwie zunächst studieren und Baumschule aufbauen. Ja, aber du hast ziemlich viel gefehlt. Habe ich viel gefehlt an der Schule, definitiv. Okay. Aber um Brombeeren habe ich mich zu wenig gekümmert und irgendwann kam meine Tante und irgendwie mal ganz aufgeregt zu einem Frühstück oder Mittagessen und hat gesagt, du Markus, da hinten sind Brombeeren, die sind saugut, oder? Mhm. Und so bin ich wie die Jungfrau zum Kind zu dieser Navajo-Brombeere gekommen von Jim Moore. Habe dann da auch eine Lizenz von ihm bekommen, habe ihn besucht. Und mit der haben wir dann weitergezüchtet, auf eigene Faust. Wir haben vor allem mit Loch Ness, das ist eine halb aufrecht wachsende, nicht ganz so aufrecht wie Navajo-Sorten gezüchtet. Und nochmals andere Sorten gezüchtet. Big and Early ist eine sehr frühe, konzentrierte Brombeere, die ihre Ernte konzentriert bringt, fast alles noch im Juli, früh konzentriert. Summerlong, die eine sehr lange Ernte hat. Mhm. Und Navajo Original ist weiterhin diejenige, die vor allem was Krankheitsresistenz, Winterresistenz anbelangt, die Nase vorne hat. Dann gibt es neuerdings noch Big Easy, auch eine lustige Geschichte. Die haben wir nach 20 Jahren Navajo, haben wir mal eine alte Obstanlage angeschaut. Die erste, die wir bei einem Obstbauern mit Navajo gepflanzt haben. Und dann haben wir alle Pflanzen, die so ein bisschen abweichend waren, haben wir selektioniert und dann bei uns geprüft. Und eine war einfach anders. Größere Blätter, größere Früchte. Könnte sein, dass die jetzt eben auch einen anderen Polyploidiegrad hat, oder? Ja. Und das ist dann Big Easy geworden. So, das ist unsere aufrecht wachsende Navajo Brombeerfamilie, wir haben den Namen der ersten Sorte Navajo als Gruppenname genommen. So sind die entstanden und die Vorteile sind klar, aufrechter Wuchs, einfache Erziehung, wenig Platz, gute Fruchtqualität. Das einzige kleine Aber ist, wenn sie nicht gänzlich reif gepflückt werden können, auch diese Sorten immer noch, das ist typisch für diese aufrecht wachsenden Allegheniensis Brombeeren, so eine leichte Säure ist nicht, es ist eine ganz leichte versteckte Bitterkeit, die sie manchmal zeigt. Wenn sie voll reif sind, nicht. Aber wenn sie beispielsweise Sonnenbrand gehabt haben oder Milben gehabt haben oder eben nicht ganz reif sind, dann kommt es zu dieser ganz feinen, viele Leute spüren sie nicht, diese Bitterkeit. Das ist so ein bisschen der negative Punkt, aber für den Garten, glaube ich, momentan die einfachsten und besten Brombeeren, die es auf dem Markt gibt. Ja. Wie steht es mit der Winterhärte? Ist das ein Thema? Ja, weil die aufrecht wachsen, haben die eigentlich mit die beste Winterhärte. Ja. Also die schlagen Loch Ness nochmals. Ich denke, es wird problematisch, so ab minus 16 Grad, das ist so die Grenze. Aber weil die eben auch in kalten Gebieten an der Ostküste der USA heimisch sind, bringen die ihre überraschend. Ich meine, der Züchter ist in Arkansas, das ist dann schon so halb südlich. Aber es ist ganz überraschend, wie viel Winterhärte die mitbringen. Ja. Ein bisschen Achtung drauf geben, dass man
falls man genügend Triebe hat und man einen Trieb auswählen kann und einen wegschneiden kann, dass man vor allem für die Kultur im zweiten Jahr und für die Früchte dann die mittelstarken Triebe auswählt, die nicht die dicksten, die diese starken Wachstumsrisse haben, wo dann Wasser reinkommt, wo es dann gefriert, wo dann die Krankheiten reinkommen. Das ist ziemlich auffällig. Das habe ich auch im Kopf, dass ich das schon gesehen habe. Ja, genau. Und auch ein bisschen schauen, dass eher mehr Triebe, die macht eher ein bisschen knapp Triebe. Ja. Und da kann man auch mal, das ist auch ein Trick, dass man, wenn die mal 20, 30 Zentimeter hoch sind, dass man die mal stutzt. Können wir vielleicht im nächsten Podcast, wo es dann mehr um die Kultur geht, noch drauf kommen. Und sich dann nochmals verzweigt und anstatt ein Trieb entstehen dann zwei schmälere Triebe. Ja. Ich habe kürzlich Columbia Star eingeführt. Was ist das für eine Brombeere? Eigentlich genau, das hat uns bis jetzt noch so ein bisschen gefehlt, weil der andere Typ Brombeeren, um wirklich die Extremteile zu zeigen, das ist die sogenannte Trailing Blackberry. Könnte man übersetzen als kriechende Brombeere, ziemlich wörtlich. Und die gab es bis jetzt eigentlich in Europa kaum. Mhm. Warum? Weil sie zu wenig Winter hat für Mitteleuropa ist. Ja, die stammt aus der Westküste der USA. Die Art, um die sich das gruppiert hat, ist Rubus ursinus. Und die wächst halt wirklich 3, 4, 5 Meter lang am Boden entlang, die Triebe. Und die haben dann auch, wie normal Brombeeren, diesen zweijährigen Rhythmus, dass sie im zweiten Jahr dann Früchte tragen. Und die hat diesen Trailing-Wuchs und sind aber, weil sie an der Pazifikküste entstanden sind, also maritimes Klima, und weil sie am Boden entlang wachsen, haben die in dem Sinn wenig Winterhärte entwickelt. Und Columbia Star ist jetzt die erste Sorte, die Sorte von Chad Finn, die so ein bisschen das Potenzial hat, auch bei uns angebaut zu werden. Wir sehen so ein bisschen, dass es die Winterhärte bis minus 12, minus 14 Grad gibt. Und ab minus 14 Grad gibt es dann Schäden. Ja. Aber wenn man die Triebe natürlich wie vorgesehen am Boden wachsen lässt oder wieder auf den Boden legt, wir kommen im nächsten Podcast auf die richtige Erziehung zu sprechen, dann meine ich, kann man damit arbeiten. Vorteil dieser Brombeere ist, riesig, einfach nochmals größer. Gigantischer Ertrag, das hat auch mit der Erziehungsmethode zu tun. Grob gesagt, hier werden nicht einzelne Triebe aufgebunden, sondern man teilt die Triebe, die dann stehen, die teilt man in zwei Bündel und die lässt man am Boden entlang wachsen. Und wenn die zweijährigen Ruten, die Fruchtruten weg sind, dann bindet man die auf und dreht die sozusagen ums Gerüst herum. Aber die sind dann hoffentlich dornenlos, sonst... Dornenlos. Haben sie früher aber mit den Dornigen auch gemacht. Da hatten sie Handschuhe bis zu den Schultern, wenn sie mit denen gearbeitet haben. Aber das ist jetzt nicht mehr nötig. Ja. Und dadurch gibt es natürlich einen extrem dichten Rutenbesatz. Und dann kommt es auch zu gigantischen Erträgen. 6, 7, 8 Kilogramm pro Pflanze, die man von so einer Brombeere ernten kann. Und sie dann, weil man die Triebe dann so eng aufschichtet, können sie auch relativ nahe gepflanzt werden. Ja. Und Vorteil ist die Fruchtgröße. Ich meine auch der Fruchtgeschmack, dieses leicht bittere, das ist die einzige kleine Kritik, die ich an Navajo-Brombeeren habe, habe ich bei Columbia Star noch nicht gehabt. Und auch der Kern, der Zapfen, das Innere, schmelzt da besser, nochmals ein bisschen besser, ist nochmals mehr mit dem Fruchtfleisch verwachsen als bei anderen Brombeerarten. Also Qualität besser, Fruchtgröße besser, Winterhärte deutlich schlechter und an und für sich auch Architektur schlechter, weil da kann man sagen, was man will und die Triebe können noch so beweglich sein, die Kultur ist einfach komplizierter. Ja. Aber wir möchten das jetzt auch mal für Mitteleuropa anbieten und ein bisschen schauen, wie die Hobbygärtner damit zu Rande kommen. Wir nennen sie die Heckenbrombeere, weil eigentlich kann man die nur an einem Gerüst erziehen und wirklich dann eine Hecke machen. Ich kann natürlich auch eine Hecke mit einer Wau machen, aber mit der kann ich eigentlich nur eine Hecke machen. Was anderes ist nicht möglich. Ja, spannend. Die letzten Jahre hat es ja immer wieder Berichte gegeben über am diesjährigen Routentragen der Himbeeren und Brombeeren. Wie weit seid ihr mit den Brombeeren? Du hast es schon mal angetönt vorher. Genau, also Jim Moore und sein Nachfolger John Clark in Arkansas, in Fayetteville, haben eigentlich damit begonnen. Die sind wirklich die das aufgebracht haben. Mhm. Wir sind da so ein bisschen hinten dran gefolgt, haben auch ihre Ursorten, Prime Jim und Prime Chen, als Kandidaten für die Weiterzüchtung benutzt. Und hat jetzt ein bisschen stagniert. Ich denke, dass wir die frühesten Sorten, das Problem von den herbsttragenden
Herbstbrombeeren ist dann nicht, dass sie noch zu spät reif werden. Ja. Ja? Das heißt, die blühen einfach zu spät und dann ist die Zeit von Blühbeginn bis zur Frucht länger als bei der Himbeere. Ja? Und das führt dann einfach dazu, dass im Herbst ein Großteil der Früchte nicht reif wird. Ja. Ja? Wir lösen das, indem wir für unsere Sorten, es gibt eine aufrecht wachsende, noch dornige Sorte Mont Blanc und eine sehr kompakte, 1 Meter große Sorte Little Black Prince. Bei den Sorten empfehlen wir, dass man die eben nicht ganz zurückschneidet nach dem ersten Jahr, sondern noch 50 cm, Meter stehen lässt. Und da hat man dann eine sehr frühe Ernte am zweijährigen Holz. Ja. Eine Ausnahme. Kannst du die Geschichte der weißen Brombeere erzählen? Ja, das ist so eine Spezialität, die geistert immer mal herum. Hat zum ersten Mal aufgebracht und zu einem großen Schlager gemacht, allerdings nur für ein Jahr. Der bekannte Züchter, ich bin ein Fanboy von ihm, von Luther Burbank, der hat Brombeeren gefunden, wo sozusagen die Anthocyan-Produktion eingestellt, reduziert waren. Die waren so beige-braun und hat dann mit denen weitergezüchtet und dann fast weiße Brombeeren gezüchtet. Die hieß Iceberg eine. Vor ein paar Jahren tauchte dann wieder eine Polarberry auf aus den USA. Ich würde behaupten, auch aufgrund des American Plant Patents, wo steht, wo sie gefunden wurden, nämlich in New Jersey. Und genau da wurden auch diese Iceberg mal gefunden, oder die Vorgänger, dass das eigentlich alte Pflanzenbestände sind und nichts wirklich Neues. Wir haben die Pflanze im Sortiment, sind nicht wirklich zufrieden mit ihr, weil es so ein bisschen verwaschen ist, weiß ist und weil es aussieht, wie wenn die Pflanze und die Sorte nicht vollständig selbstfruchtbar wäre. Das heißt, die hat immer so ein unvollständiges Set an Droplets. Ja. Und wahrscheinlich bräuchte sie die richtige Rubusart, die sie befruchten könnte. Ja. Also nichts Wichtiges. Man sollte es nicht ganz vergessen. Im Prinzip ist es blöd, einen schwarzen Schimmel zu züchten. Das wäre sozusagen eine weiße Brombeere, wäre ein schwarzer Schimmel. Das ist so ein bisschen blöd, halt das Gegenteil von dem zu machen, was man erwartet. Auf der anderen Seite ist es so, dass weiße Früchte natürlich zum Beispiel von der Suzuki-Fliege nicht oder viel weniger befallen werden. Das ist ein Problem bei der Brombeere. Und von daher könnte es interessant sein. Wir verfolgen das so mit einem Auge, haben auch ein bisschen Kreuzungen gemacht. Ich bin da aber skeptisch, ob wir weiterbekommen. Aber es gibt es. Weiße oder weißliche Brombeeren gibt es. Ja, aber die Antioxidantien, die ja wirklich der dunklen Brombeere zugeschrieben werden, extra auszuzüchten, macht irgendwo so viel Sinn. Macht es nicht so wahnsinnig Spaß. Macht nicht so wahnsinnig Spaß, aber man interessiert sich halt dann doch für diese Besonderheit und versucht mal zu schauen, wie die funktioniert. Ja, ja, wie wichtig ist denn eigentlich die Brombeerzüchtung bei euch? Ihr habt ja ein ziemlich breites Sortiment. Ist das eine wichtige Kultur? Es ist eine wichtige Kultur, kommt gleich nach den allerwichtigsten, also nach Apfel, Himbeere, Erdbeere, Kartoffel, denke ich, kommt dann die Brombeere. Wir haben ein paar Jahre weniger gemacht, sind aber jetzt seit ein paar Jahren wieder extrem intensiv dran, machen jedes Jahr Kreuzungen und grob gesagt versuchen wir zwei Dinge und eher so ein bisschen große Wetten als kleine Wetten. Das eine ist, dass wir versuchen, die Herbstbrombeeren zu verbessern. Ja. Und zwar eigentlich, indem wir ein zweites Mal die Himbeere reinzüchten. Ja, wir haben unterdessen, ich meine, vor 100, 150 Jahren, als diese natürliche Einkreuzung stattgefunden hat, waren die Herbstbrombeeren noch, die Herbsthimbeeren noch sehr spät reifend. Heute haben wir Herbsthimbeeren, die bereits Anfang Juli reifen. Und wenn wir da die besten Sorten, die wir haben, das sind vor allem Sorten mit russischem genetischem Hintergrund, wenn wir die da einkreuzen, glauben wir, dass wir die Herbstbrombeere früher machen können. Das ist das A und O, wenn wir sie für den Garten einfacher machen möchten. Eine Herbstbrombeere hätte gigantische Vorteile, weil die Frostanfälligkeit der Brombeere, das ist der große Nachteil gegenüber der Himbeere, die Frostanfälligkeit dann bei einer Herbstbrombeere keine Rolle mehr spielen würde. Ja. Und die zweite Wette, die wir so ein bisschen haben, ist, eine Fusion zu probieren zwischen den aufrecht wachsenden Brombeeren der Ostküste und den größeren und manchmal besser schmeckenden, kriechenden Brombeeren der Westküste. Das sind so ein bisschen diese Sachen, die wir machen, zusammen mit anderen Brombeerzüchtern auch. Da werden wir nicht die Einzigen sein, aber halt die Einzigen, die das voll mit dem Fokus
auf den Hobbymarkt machen. So ein Nebeneffekt wird sein, dass wir dann in den nächsten Jahren auch noch ein, zwei Sorten bringen, auch von anderen Züchtern, die sehr schöne Zierwerte hat. Wenn man sehr viele Brombeeren produziert, findet man immer wieder Brombeeren mit sehr schönen rosa Blüten und auch solche mit gefüllten Blüten. Sogar. Und da, ja, genau, wunderschön. Ja. Und da wird es dann ein, zwei Sorten geben, zum Beispiel Loch Marie ist so eine Sorte aus Schottland, eher im halb aufrecht wachsenden Typ, eher so im Navajo-Typ, und die wird dann nächstes oder übernächstes Jahr auf den Markt kommen. Also ich habe gestaunt, als ich letztes Jahr mal im Feld stand bei dir, über die Fruchtgröße. Schon verrückt, was in dieser Züchtung gelaufen ist die letzten Jahre, oder? Ja, ja, aber Columbia Star ist noch verrückter. Ja? Ja, ja. Also unsere Navajo sind sehr gut, aber die Columbia Star ist nochmals größer und regelmäßiger. Wo siehst du denn eure Züchtung in 20 Jahren? Werden die jetzt bald so groß wie Kiwis? Oder? Ja, da gibt es Diskussionen. Es gibt die einen, die sagen, die Brombeere sollte nicht größer werden als ein bisschen. Das heißt, dass es irgendwo bei 7 bis 10 Gramm stoppt. Ja. Ich würde das fast unterstützen, aber bin nicht ganz sicher, oder? Weil mit genügender Fruchtfestigkeit könnte man das Ding natürlich auch abbeißen oder abbeißen. Weiß es nicht. Nein, ich denke schon, das Ziel müsste sein, mindestens für unser Klima aufrecht wachsende, eigentlich Two-Timer-Brombeeren, die sowohl an den diesjährigen als auch an den letztenjährigen Routen fruchten, die ich nicht ganz zurückschneide, sondern bis, die früher reif werden, wo die ersten Früchte, sagen wir, am 10. August reif sind oder am Anfang August reif sind. Und dann müsste es auch mit der Frosttoleranz nicht ganz so extrem sein, oder? Wenn man beides hat, dann kann man ja, wenn der eine oder andere Trieb abstirbt, hat man immer noch den Neutrieb, wo die Brombeere dann auffruchten würde. Genau, aber und gleichzeitig aber trotzdem noch ein bisschen Frosthärte von diesen aufrecht wachsenden Allergeniensis-Typen da reinbringen. Das ist das Ziel. Also wenn wir dann in 20 Jahren Herbstbrombeeren haben, die Anfang August reifen und 8 Gramm groß sind und wo der Zapfen, das Innere der Frucht auf der Zunge zerschmelzt, dann bin ich ziemlich zufrieden. Ja, sehr verehrte Zuhörer, man sieht, was Markus Kobold noch alles vorhat in der Brombeerzüchtung. Wir sind sehr gespannt, was da rauskommen wird. Und vergessen Sie nicht, glauben Sie nicht alles, was er erzählt. Und gärtnern Sie weiter. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann raten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.